Hallo meine Lieben, zeigt dieses Video eine Kollision der ISS mit einem UFO? Graham Maple, der den offiziellen NASA-Stream aufzeichnete und online stellte, sagt ja. Es gibt etliche Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Objekt um einen intelligent gesteuerten Orb handelt. Das ganze Video, die originalen Tonaufzeichnungen aus dem NASA-Kontrollraum, als das Objekt die ISS traf und vieles mehr seht ihr jetzt nach dem Intro. Die ISS, der größte Satellit im Erdorbit und das bisher größte menschengemachte Objekt im Weltall. War sie zunächst als militärische Station der USA geplant, ist sie mittlerweile zu einem Kooperationsverbund von 16 Staaten und 5 Raumfahrtagenturen geworden, die sie nicht nur gemeinschaftlich betreiben, sondern auch kontinuierlich weiterentwickeln. Mit ihren 420 Tonnen Eigengewicht rast sie in 400 Kilometer Höhe, in binnen 93 Minuten einmal um die Erde. Kein Wunder, dass sie Weltraumfans immer wieder in ihren Bann zieht, die stundenlang die Live-Übertragungen von technischen Manövern sichten. So auch Graham Maple. Als er am 19. März dieses Jahres vor seinem PC saß, um den Livestream der NASA zu beobachten, muss es ihn fast vom Stuhl gerissen haben. Immer wieder spielt er die Aufnahmen zurück. Er will sich versichern, dass das, was er sieht, wirklich passiert ist. Denn er ist sich sicher. Die Aufnahmen zeigen einen intelligent gesteuerten Orb, der an der Internationalen Raumstation vor wenigen Minuten vorbeigerast ist. Später wird er sagen, dass, als er das Filmmaterial sah, das Objekt in die ISS in der Nähe der Kamera auf der Station einschlug. Er zuckte zusammen, da er nicht erwartet hätte, dass so etwas passiert. Auf dem Video selbst sieht man, wie die ISS-Crew gerade die Verlagerung eines Moduls durchführt. Mithilfe der sich immer noch im Einsatz befindlichen Sojus-Kapsel wollen sie dieses auf die andere Seite der ISS bringen. Die dem Weltraum zugewandt ist, um so Platz für die Ankunft neuer Besatzungsmitglieder zu machen. Und so sieht man es auch auf den Videoaufnahmen. Die Sojus-Kapsel ist in Sichtweite, der Erde zugewandt, deren Wolken man im Hintergrund gut erkennen kann. Und dann taucht plötzlich hinter der Kapsel diese weiße Kugel auf. Sie scheint mit hoher Geschwindigkeit auf die Kamera der ISS zuzurasen. Es trifft sie schließlich, prallt dann schnell wieder ab und ändert die Richtung. Das Objekt driftet nach links ab und zieht seine kurvige Bahn Richtung Erdatmosphäre. Dass es sich bei dem Objekt um reinen Weltraummüll handeln könnte, schließt Graham aus. Dieses helle, weiße Objekt habe so eine perfekte Kugelform, dass es für ihn nicht sein könnte, das den Rückschluss auf Müll rechtfertige. Und noch ein Punkt spräche gegen die Annahme von Weltraummüll. Denn das Objekt scheint seinen Kurs zu ändern und bewegt sich mit zunehmender Geschwindigkeit von der Sojus-Kapsel und der ISS weg. Zudem scheint das Objekt nicht an Helligkeit zu verlieren. Wenn es sich dem oberen Rand des Bildschirms nähert und dann in den Schatten eintaucht, bleibt seine Leuchtkraft bestehen. Ist dies ein Hinweis darauf, dass das Objekt eine eigene Lichtquelle besitzt? Doch noch ein merkwürdiges Detail lässt ihn stutzig werden. Denn gerade als dieses bisher unidentifizierte Objekt auf die Kamera zurast, meldet sich eine weibliche Stimme über Funk. Direkt aus dem NASA-Kontrollraum. Sie unterbricht ihren Satz und lässt ein Oh-Oh verlauten. The docking port is in the center of the periscope. Copy. Wusste sie bereits, was da vor sich geht? Graham sagt, er habe so etwas Eindeutiges noch nie auf den Livestreams der NASA gesehen. Und ist sich seiner Vermutung eines intelligent gesteuerten Objekts sicher wie nie zuvor. Ist das, was wir sehen, also wirklich die Aufnahme eines Objekts, das weder Weltraumschrott noch irdisch ist? Betrachten wir die Aufnahmen einmal nüchtern. Das Objekt, das aus Richtung der Erde zu kommen scheint, rast an der Sojus-Kapsel vorbei und scheint die Außenbordkamera der ISS zu treffen. Vom Objekt selbst oder aber von der Raumstation scheinen sich ein paar Partikel abzulösen.
Es ist zudem gut zu beobachten, dass sich die Geschwindigkeit nach dem Aufprall stark verringert. So wie es auch bei einem natürlichen Objekt wäre, das auf ein massiveres Objekt, in diesem Fall die ISS, trifft. Es driftet anschließend in einem Winkel ab, der zu dem des Einschlagswinkels passt. Zwar sieht man im Hintergrund die Erde als Referenzpunkt, doch die genaue Richtung, aus welcher das Objekt kam und in welche es weiterfliegt, ist trügerisch. Die Größenverhältnisse im Orbit können das menschliche Auge täuschen und dieser Orb, oder was auch immer es ist, muss auch gar nicht zwingend von der Erde auskommen. So ähnlich trügerisch verhält es sich mit dem scheinbaren Leuchten des Objekts. Da wir nicht wissen, wie groß und wie schnell der Lichtpunkt ist, können wir auch nicht bestimmen, ob es sich wirklich schon im scheinbaren Schatten befindet und wirklich von allein leuchtet. Und dies zu erwähnen, gehört eben auch dazu. War es also ein Orb, ein intelligent gesteuertes Objekt oder doch nur ein Stück Weltraummüll oder ein Eiskristall? Schreibt mir eure Sicht der Dinge in die Kommentare. Ich freue mich wirklich immer sehr darüber, sie zu lesen, auch wenn ich nicht immer gleich antworten kann. Lesen tue ich sie alle. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke. Na dann, Augen auf und bis zum nächsten Mal.